mein Schlafzimmer gemütlicher zu machen, wollte ich ein schönes Kopfteil haben. Die sind allerdings gar nicht so günstig, also dachte ich, ich mache das aus Poolnudeln einfach selbst. Ja, damit habe ich gestern angefangen und es hat schon mal nicht ganz so gut gestartet, denn diese Poolnudeln perfekt zu halbieren ist alles andere als leicht gewesen und am Ende hat es dann natürlich auch nicht perfekt geklappt. Aber egal, ich habe das Ganze dann mit Sprühkleber aufs Brett angebracht, es hat überhaupt nicht gehalten und ich musste alles wieder abnehmen. Und jetzt habe ich mir was anderes überlegt und zwar habe ich den Stoff, mit dem ich das Ganze überziehen möchte, auf der Rückseite festgetackert, um jetzt jede Poolnudel einzeln zu befestigen, den Stoff drüber zu legen und direkt festzutackern. Ich habe bei der ersten Poolnudel nochmal Sprühkleber drüber gegeben und dann aber gemerkt, dass es besser ist, die Poolnudel einfach festzusprühen und den Stoff direkt drüber zu legen und festzutackern. Das heißt, keinen Sprühkleber mehr oben auf die Poolnudel zu geben, weil der Stoff dann einfach viel schöner und glatter fällt. Dann ist der Vorhang aber zu Ende gewesen und ich musste nochmal einen zweiten Vorhang ansetzen. Das hat aber zum Glück alles ganz easy geklappt und schon war ich am Ende vom Kopfteil angekommen. Ich muss sagen, so gefällt es mir jetzt erstmal richtig gut. Jetzt kommt aber noch der etwas schwerere Teil und zwar muss der Stoff hier jetzt auch noch oben und unten jeweils drüber gezogen werden und das möglichst faltenfrei. Ich habe erstmal mit dem unteren Teil angefangen, weil der größtenteils ja sowieso von der Matratze verdeckt ist. Es ist also nicht so schlimm, wenn der nicht perfekt wird. Aber ich finde, der ist ganz gut geworden. Und dachte ich mir dann, es geht noch ein bisschen schwerer, also warum nicht die Poolnudeln einfach auf der Rückseite festkleben, sodass oben eine Rundung entsteht. Klar, das sieht auch viel schöner aus, aber es ist auch viel schwerer, den Stoff gerade drüber zu ziehen. Ich habe ewig rumprobiert und getestet, wie ich das Ganze am besten machen kann und habe festgestellt, dass die Poolnudeln einfach immer noch zu lang sind. Also habe ich das Ganze mit einem Cuttermesser nochmal gekürzt und mit so einem Spachtel wieder abgekratzt und dann auch nochmal den Stoff deutlich gekürzt, damit man das Ganze einfach besser und faltenfreier drüber ziehen kann. Im Endeffekt war das für mich die beste Möglichkeit, mit einem Teigschaber durch die Spalten zu fahren, den Stoff da durchzuziehen und das Ganze direkt festzutackern. Im Endeffekt ist es natürlich trotzdem nicht 100% glatt geworden, aber deutlich glatter als vorher. Und mit dem Steamer konnte ich auch noch mal ein paar Falten rausbekommen. Sind wir ehrlich, es ist immer noch nicht perfekt, aber ich finde dafür, dass ich das noch nie gemacht habe, ist es wirklich mega geworden. Und dann habe ich das Ganze noch mit Montagekleber an dem Kopfteil von meinem Bett angebracht, einmal festgedrückt und es passt wirklich perfekt zwischen Kopfteil und Matratzen und wie schön sieht das einfach aus. Ich bin richtig begeistert vom Ergebnis und bin gespannt, was ihr dazu sagt.